Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 129 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal dieses Schiff hier gebaut und das müssen wir jetzt noch bewaffnen. Und dann war Xenio noch irgendwie am Fehlen, das hatten wir auch noch festgestellt. Ich weiß gar nicht, war das bei dem anderen Schiff, müssen wir mal gucken. Und in der Werft ist noch ein Schiff drin, was da bald rauskommen wird, das wir auch noch gebaut haben. Das würde ich sagen, gucken wir uns alles gleich nach dem Intro an, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal da überall rein. Also hier fehlt es ja definitiv an Bewaffnung, ne? Weil da ist ja noch nichts dran, ne? Hier fehlt es überall, ne? So, was haben wir denn an Bewaffnung hier? Kann man das hier eigentlich filtern? Ja. Na, was können wir denn filtern? Weiß ich nicht, Berg. Bau wollte ich rausfiltern, aber Bergbau. Oh. Ich weiß nicht, was ein Filter ist. Bau, tolles Bau. Shit aus. Kann ich da, was kann ich da filtern? Das ist die Frage, ne? Hier steht noch ein Filter, da ist eine Supe und Power. Wenn ich jetzt hier Power eingebe, aha. Dann sind die da angesagt, ne? Power Doppel aufbereitet Bergbau. Ja, Power Duo Berg. Power wollte ich gerade nicht haben. So, das ist die Frage. Seltenheit. Eingebautes Schütztürme als Favorit markieren. Nee. Wie kriege ich das denn hier hin? Nach Seltenheit, nach Typ. Bergbau. Ja, Typ ist wohl auch nicht, weil hier ist jetzt, oder? Nee. Material, Tech. Na, was kann man das denn hier filtern? Nach Tech? Okay, dann ist das. Das bringt mir aber nicht so viel. DPS. Was haben wir denn noch zum Filtern? Material, Seltenheit, Typ, DPS, DPS-Slot. Ich hätte gern so nach Bauart, so, wie soll man das nennen? Also, ich brauche keinen Bergbau hier, sondern ich müsste jetzt hier irgendwie so, ne? Minus Bergbauleser oder sowas müsste man hier eingeben. Was hat er jetzt gefiltert? Naja, okay, wir können es natürlich. Nee, können wir nicht machen. Ich dachte, jetzt wäre Bergbau raus, aber hier steht immer noch ein Bergbau drin. Ach so, weil da Bergbau vorne ist und da ist Bergbau. Okay, dann lass uns mal das Minus rausnehmen. Weil es müssen in allen hier, die hier sind. Ja, jetzt geht nichts mehr, ne? Jetzt hat er sich aufgehangen. Also das war's dann wohl. Super, oder? Ah nee, ich habe da unten wieder so ein doofes Feld gehabt. Er hat sich doch nicht aufgehangen. Also hier ist überall jetzt Bergbau drin stehen, gehe ich von aus. Das heißt, diese Waffen. Die einzigen, die kein Bergbau sind. Super Verteidigungslaser. Schadenstyp ist Splitter, Raumjäger und Torpedos. Okay, das ist zur Abwehr gedacht. Ja, mach mal rein. Qualitätskanone, Titan, hat eine hohe Reichweite. Schadenstyp ist physisch. Machen wir da auch rein, wenn es geht. Was sagt er? Nicht genug Slot für Bewaffnungsschütztürme, Geschützturm, Kontrollsystem und die Anzahl der Verwirkungsschutz. Na super. Und das hier ist eine Distanz-Doppelslot. Der geht. Geht da noch einer von? Nö, dann sind die Slots aufgebraucht. Okay, das bedeutet, wir müssen da wiederum
hier rein in die Subsysteme und sowas einbauen, ne? Seltenheit, ja, Seltenheit. Also, da können wir so ein exotisches hier. Unbewaffnete Geschütztürme. Ich brauche bewaffnete Geschütztürme. Der ist für komplett bewaffnete Geschütztürme. So, da sind die Geschütze so. Und alles ist nur für unbewaffnete. Ah, wäre gut geklappt, ne? Okay, das würde bedeuten, wir müssen da erst schauen, dass wir da was dazu kriegen. Also die Frage, kann er da mir folgen? Habe ich da schon... Nee, kann er nicht, weil kein Kapitän drin ist. Ist in diesem Schiff schon ein Kapitän drin? Ich glaube auch nicht, oder? Nö. Hat auch gut geklappt, ne? Vielleicht gibt es ja hier noch einen Kapitän zu kaufen. Nee, leider nicht. Das ist jetzt doof gelaufen, ne? Wir bauen Schiffe, aber keine Kapitäne zum Steuern. Läuft, oder? Die beiden Bergbauern oder was es waren, die habe ich weggeschickt. Das ist auch gut gelaufen. Das heißt, wir gehen mal hier in die Übersicht. Und schauen wir hier rein. Du kannst Schiff im Sektor bewegen, indem du sie mit der linken Maustaste anklickst und mit der rechten Maustaste eine Position oder ein Ziel anwählst. Benutze die können und damit schauen wir für Befehlsarten. Gut. Und den Haken hätte ich vielleicht noch setzen können, ne? Es gibt hier nur Schiffswerft und die hat keine Kapitäne. Mehr gibt's hier nicht. Gut. Was ist das? Autopilot, okay. Herze raffinieren. Mehr geht nicht bei dem Autopiloten. Ach so, das ist jetzt der, den ich gerade drinne sitze, ne? Okay. Das bedeutet Karte auf und irgendwo hinspringen, wo wir Kapitäne finden können dann. Aber bestimmt nicht mit dem, sondern eher mit dem. Der Traveler hat eine größere Reichweite. Dann schauen wir mal gerade gleichzeitig nach dem Ausrüstungsdock. Schiffswerft. Und dann ist schon begrenzt. Da ist ein Ausrüstungsdock. Das heißt, Koordinaten eingeben und wir springen dahin und gucken da weiter. Nach da ausrichten. Und dann fliegen wir da mal hin. Schauen uns das da an, was im Ausrüstungsdock, ob es da Geschützkontrollsystem gibt. Und wir brauchen halt Kapitäne, ne? Für mindestens zwei Schiffe noch, die... ja, schießen können. Zur Verteidigung, oder? Wie war das? Aber der hat viel falsch gemacht. Der Thomas Stieler hatte noch nicht geschrieben, aber der wird wahrscheinlich dann schreiben, was ich da wieder alles für einen Murks gemacht habe, ne? Reparaturdock. Gucken wir erstmal hier rein. Aha. Kapitän, keine Klasse. Kapitän, Händler. Wow. Alle kaufen wir erstmal. Wo ist der jetzt ausgewählt? Ist der da? Ja. Und das Ausrüstungsdock ist nebenan. Okay, Ausrüstungsdock ist näher. Fliegen wir erst zum Ausrüstungsdock kurz. In der Hoffnung, dass die anderen keinen Cooldown haben, ne? Ausrüstung handeln. Autogeschützkontrollsysteme. Frachtraumerweiterung. Fliege ich nebenher, hoffe ich, ne? Im Hintergrund, ja. Sind sogar vorher angehalten. Autogeschützturm-Slots. Autogeschützturm-Slots, Energieverbrauch. Autogeschützturm-Kontrollsystem. Fügt Geschützturm-Slots für unabhängige Türme hinzu. Das ist doch das, was der Thomas Stehler geschrieben hatte, was wir brauchen. Schloss für unbewaffnete Geschütztürme hin, haben wir genug von, brauchen wir nicht. Militärische Geschützturm-Kontrollsystem für Schloss für bewaffnete Geschütztürme hin. Das ist jetzt das, was wir auch brauchen. Kaufen.
Geschützkontrollsystem. Allgemeines Geschützkontrollsystem fügt beliebige Geschützturmslots hinzu. Der braucht nur eins. Ach, warte mal, hier oben gibt es noch mehrere davon. Zack, noch eingekauft. Das hier ist ein ziviles Geschützkontrollsystem für. Das wäre jetzt für Bergbau, ne? Das ist das Universalding. Geschützturm beliebiger. Die kaufe ich jetzt mal gerade auch auf. Die auch. Autogeschützturmkontrollsystem fügt Geschützturmslots für unabhängige Türme hinzu. Das brauchen wir auch noch. Gut. Frachtraumerweiterung? Nee. Was haben wir jetzt hier noch? Anti-Ruinierer. TF. Außergewöhnlich. Trinium. Hört sich doch gut an, oder? Kaufen wir auch. Nobel-Reparaturlaser. Schildreparatursekunde und Reichweite. Sehr interessant. Wenn interessant, dann kaufen wir es. Dreifachmaschinengeschützturm. Fast 50% Genauigkeit plus. Kaufe ich auch. Wir haben ja fast keine, ne? Reichweite erhöht. Klassikkanone. Ach, hier ist noch ein Doppel-Salvage-Geschützturm. Aber das ist jetzt ein. Hä, wieso braucht man da Bergleute? Ach, ein Abwracker, okay. Habe ich bei den anderen hoffentlich jetzt richtig gelesen, ne? Habe wieder was gekauft, was wir vielleicht gar nicht brauchten, kann das sein? Ja. Ach, wird schon passend sein. So, und jetzt da hinten hin, weil da ist der Händler. Glaube ich. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir wieder kaufen. Crew anheuern. Da ist er. Anheuern. Ich war nah genug dran, ne? So, was brauchen wir hier noch? Kanonierer? Ne, Bergleute sind das. Ich bräuchte aber Kanonierer, Besatzungsmitglieder. Ich glaube, wir kaufen da besser Kanonierer hier. Aber wir fliegen erstmal hier hin. Zu dem Schmuggler oder hier hin zu dem Unbekannten, der sich noch nicht spezialisiert hat. Da oben hin. Die Station hier gerade im Weg. Da müssen wir hin. Einmal dahin und dann da noch einkaufen, ne? Und dann schauen wir mal, wo noch der Schmuggler ist. Wieso habe ich jetzt da eine Rekonstruktionsset exotisch erwischt? Steht auch keiner, ne? Crew anheuern. Und hier haben wir jetzt Piloten, aber ich wollte eigentlich noch ein paar Dingens haben. Gucken wir hier nochmal rein. Ach, hier sind die Kanoniere. Aber jetzt noch dahin und den nehme ich auch noch mit. Wer weiß, wofür er gut ist. Da ist er. Burning Utopia 2 heißt der Sektor. Crew anheuern. Den Schmuggler heuern wir an.
Leider geht es noch nicht. Wir haben zu früh die Verbindung aufgegeben. Gedockt. Noch nicht gedockt, jetzt gedockt. Da haben wir ihn. Kanoniere gab es hier nicht. Kanoniere gibt es dann hier wohl. 21er Entfernung, 14er Entfernung, 46er Entfernung, 43er Entfernung, 38, also 14 war, glaube ich, das nächste dann. Gut, dann einmal da bitte hin. Zur Beschleunigerfabrik. Gedockt. Einmal Crew und Kanoniere kaufen. Was ist das hier? Und das ist leider. Ja, keine Ahnung, wie viel wir da brauchen. Ich kaufe sie mal alle, oder? Okay. Gucken wir gerade hier rein. 31,8, okay. Ich hoffe, die werde ich gleich irgendwie auch wieder ablösen können hier, ne? Weil ich wollte ja woanders noch hinsetzen. Ob das so geht, ist wieder die nächste Frage, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich springe dann wieder hier hin und nach der Pause gucken wir uns dann zusammen das da wieder an. Aber erstmal soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.